Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Play Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns hier im Anwesen von Cortez und teleportieren uns jetzt ganz schnell hier raus, denn die haben uns verraten und wir möchten zum guten Vector schauen, ob die Insekten von ihm uns helfen können und er natürlich auch mit der Situation klarzukommen. Also, schnallt euch an, Freunde, wir springen in den Hyperraum. Los geht's! Agent, kommt hinein. Das Nest ist darauf vorbereitet, euch zu beschützen. Sicher. Das hat uns gerade noch gefehlt. Käfer, die uns beschützen. Unsere Beobachter haben alles mitbekommen. Warum hat Cortez sich gegen euch gerichtet? Wie können wir euch helfen? Die Baronin arbeitet mit den Terroristen zusammen. Die Baronin? Das kommt unerwartet. Das Nest hat die Verteidigungseinrichtungen des Cortez-Anwesens untersucht und für ausgezeichnet befunden. Die inneren Schilde sind auf Trupps von menschlichen Angreifern ausgelegt. Die äußeren Sicherheitssysteme dienen der Abwehr von ganzen Armeen und von Killik-Schwärmen. Können wir die Schilde irgendwie ausschalten? Die Energiegeneratoren befinden sich hinter dem Hauptanwesen. Sie sind gut geschützt, aber von innen heraus können sie sabotiert werden. Wenn ich die Generatoren erreichen kann, könnte ich einen Schwarm von Fingerlingen aussenden. Unsere kleinsten Brüder können sich problemlos durch die Ritzen quetschen und die Maschinen beschädigen. Seid ihr ein guter Kämpfer? Der diplomatische Dienst hat uns in den Grundlagen des Kampfs unterwiesen. Unsere Verwandlung zum Verkünder des Morgens hat unsere physische Stärke verbessert. Wir wissen uns zu verteidigen. Ich beschäftige die Patrouillen, während ihr euch um die Schildgeneratoren kümmert. Vielleicht lässt sich was Nettes erbeuten. Wir treffen uns, wenn alles vorbei ist. Dann mal viel Spaß mit dem Käfertyp. Jeder von uns kann eine Handvoll Fingerlingeier tragen. Sobald unsere Kleinen den Schildgenerator zerstört haben, können wir hinein. Super! Käfertyp hat sich uns angeschlossen. Das finde ich awesome. Wir nehmen ganz unsere Belohnung an hier. Und gucken mal. Beim Codex, da haben wir, glaube ich, einen Eintrag, oder? Wichtige Person. Von dem haben wir, glaube ich, noch nicht gelesen. Hier, Vector Hillis. Er ist ein Mensch, männlich, 26 Jahre alt, Vorlieben, Diplomatie, anderen helfen, fremde Kulturen erforschen. Abneigung, Gier, Grausamkeit, Vorteile und Fremdlingshass. Er hat als Primärwaffe einen Techstab, das ist gut. Hintergrund, Zusammenfassung. Imperialer in zweiter Generation auf Jurio geboren, oder Jurio. Heirat mit Captain Andronic Hillis nach Erhalt des Regierungsauftrags. Hat bereits in jungen Jahren den Wunsch geäußert, sich dem diplomatischen Dienst anzuschließen und angemessene Fähigkeiten bewiesen. Wurde in der Ausbildung akademisch hoch eingestuft und hat nach Abschluss auf Anfrage einen Posten auf einem Erkundungs- und Erstkontaktschiff erhalten. Siehe Dienstaufzeichnungen. Aufgrund von Bedarf an diplomatischem Personal nach Alderaan versetzt, siehe Haus Tuul. Tüchtig bis zum Aufeinandertreffen mit der Killik-Spezies gedient, anschließend Transformation zum Verbundenen. Derzeitiger Status unklar. Persönlichkeit. Vector Hillis hat mehrfach Bewunderung für imperiale Errungenschaften ausgedrückt, sowie den Wunsch, den imperialen Einfluss durch diplomatische Kanäle zu vergrößern. Sein Verhalten wurde wahrscheinlich vom imperialen Wiederaufbau seiner Heimat geprägt und ist für ein Mitglied des diplomatischen Dienstes geeignet. Hillis ist gehorsam, intelligent, charismatisch und effektiv. Er wird wahrscheinlich nicht weiter im diplomatischen oder militärischen Rang aufsteigen. Anmerkung: Persönlichkeitsprofil aus Leistungsberichten von Hillis Transformation zum Verbundenen zusammengestellt. Die Daten sollten als unvollständig betrachtet werden. Sehr interessant, Freunde. Den haben wir jetzt also mit dabei. Und wenn wir auf unsere Gefährten gehen, dann sehen wir, ist er jetzt hier. Er ist momentan auf Heilen ausgelegt mit seinem Stab. Hat auch entsprechende Ausrüstung hier, was ziemlich cool ist. Und vielleicht machen wir ihn zum Tank oder zum Damage-Dealer, weil ich glaube, wir brauchen unbedingt jemanden, der Damage macht hier für uns. Und der ist auch noch ein Nahkämpfer, das kann auch nicht schaden. So, Freunde, ich habe einen kleinen Schnitt gemacht und offscreen ein Abo abgeschlossen. Ihr könnt jetzt hier oben rechts in der Ecke den Hinweis sehen, Ausbildung und Fähigkeiten. Das bedeutet, wir haben jetzt die Möglichkeit, eine Mission zu starten, bei der wir, oder bei der uns ermöglicht wird, einen zweiten Kampfstil zu wählen. Und ich dachte, wir haben die Möglichkeit erst, wenn wir Abonnent sind und die Klassenstory abgeschlossen haben. Aber wir müssen anscheinend nur den ersten
ersten Teil der Klassenstory abgeschlossen haben und dann eben Abonnent sein, dann haben wir die Möglichkeit hier, diese Aufgabe zu starten. Und ich würde sagen, da wir sowieso Erfahrungspunkte benötigen, machen wir das einfach mal. Wähle das Ding hier aus. Möchtest du Ausbildung und Fähigkeiten wirklich starten? Du wirst zum Missionsbereich transportiert, sobald du akzeptierst. Klar doch! Okay, wir werden jetzt dorthin transportiert und können dann eben eine weitere Klasse wählen. Es kann sein, dass wir erst noch ein paar Aufgaben erledigen müssen. Wir haben aber den Level dazu und das ist schon sehr, sehr gut. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt auch ein bisschen schneller leveln, weil wir ein Abonnent sind. Wir haben außerdem 500 Kartellmünzen geschenkt bekommen, was auch toll ist. Die kriegen wir jeden Monat, 500 Kartellmünzen, solange wir Abonnent sind. Ich habe jetzt also 3000 noch übrig statt 2500. Seien Sie gegrüßt. Willkommen in der topmodernen Ausbildungseinrichtung der GSI, in der Ihnen bereits die Plakette von Kampftechniken präsentiert wird. Wir sind ja ein Technikheld, ein Techheld. Galactic Solutions Industries, der galaxisweite führende Anbieter für Waffentechnologie, ist stolz. Ein umfassendes Training, kompletter Blablabla. Ich stehe euch gern zur Verfügung, wenn ihr eine Demonstration eines bestimmten Kampfstils wünscht. So, und wir können jetzt hier einen weiteren Tech-Kampfstil wählen. Wir sind ja aktuell Saboteur. Der Saboteur ist im Prinzip das Gegenstück zum Schurken. Und ich habe euch ja gesagt, dass ich gerne als zweiten Kampfstil den Scharfschützen hätte, weil wir dann nämlich zum einen Scharfschützengewehre benutzen können, also aus größerer Entfernung angreifen können. Zweitens ist es eine Hommage an unseren vorher gespielten imperialen Agent, den ich ja verworfen habe, weil ich mich dann für den Kampfstil des Saboteurs entschieden habe. Und drittens ist es so, dass der Saboteur eben ein Nahkämpfer und oder Heiler ist und der Scharfschütze ist ein reiner Damage-Dealer aus der Entfernung. Und ich denke, wenn wir jetzt zum Beispiel gemeinsam mal irgendwie Flashpoints spielen sollten oder so, ne, und ich wähle dann diesen Charakter aus, dann habe ich die Möglichkeit, entweder aus großer Distanz mit dem Scharfschützengewehr anzugreifen oder ein Heiler zu sein, ja, wenn ich nicht ein Nahkämpfer sein will. Falls ein Nahkämpfer benötigt wird, kann ich das ebenfalls tun. Außerdem habe ich die Möglichkeit zu wechseln zwischen jemandem, der halt krassen Damage macht oder zwischen jemandem, der unter anderem auch schleichen kann, ja. Das heißt also, für die Story habt ihr ja gesehen, ist es sehr, sehr praktisch, schleichen zu können, aber ich würde auch gerne in der Lage sein können, eben großen Fernkampfschaden anzurichten, damit wir jemanden haben, der vorne steht und tankt oder so zum Beispiel und ich heize dann von hinten mit dem Scharfschützengewehr drauf. Also wählen wir das und ich glaube, insgesamt passt es auch zu unserem Agenten, zu sabotieren und scharf zu schießen. In allen Teilen der Galaxis als Meisterschützen bekannten Scharfschützen, könnt ihr auch selber lesen, was da gerade gesagt wurde. Wir werden gerade ausgebildet in dem Bereich. Sehr schön. Ihr seht, Scharfschützen können auch ein Schutzschild aufbauen, hinter dem sie dann sicher sind. Und haben dann eben die Möglichkeit, von da aus auf Gegner zu schießen. Die können in Deckung gehen. Ja, ich möchte mich auf den Kampfstil eines Scharfschützen spezialisieren. Ich kann euch nur einen zweiten Kampfstil lernen. Entscheidet euch und so weiter. Wollt ihr wirklich fortfahren? Ja. Die Sache ist die, so wie der erste Kampfstil, ist auch der zweite Kampfstil permanent. Wir können den nicht mehr wechseln. Wir können jederzeit zwischen zwei Kampfstilen wechseln, aber wir können diese beiden Kampfstile nicht mehr verändern in der Zukunft. Und wir können jederzeit wechseln, außer wenn wir in Flashpoints sind. Das ist halt geil, wenn wir auf Mission sind, so wie eben, da kann ich von dem einen Stil auf den anderen wechseln. Wisst ihr, da bin ich kein Nahkämpfer mehr, sondern ein Fernkämpfer beispielsweise. So, ich möchte den gerne annehmen. Fortsetzen bitte. Herzlichen Glückwunsch, der Erwerb eures zweiten Kampfstils ist abgeschlossen. Ihr habt eine ausgezeichnete Wahl getroffen. Okay, Freunde, ich bin fertig mit sämtlichen Einstellungen und Upgrades und ich fasse ganz kurz für euch zusammen, was ich denn alles getan habe. Zum einen gehen wir mal hier in unser Vermächtnis und ich habe jetzt hier ein bisschen aufgeräumt. Weil ich nämlich ein Abonnent bin, darf ich mittlerweile wieder mehr als 1 Million Credits mit mir nehmen. Also habe ich mir einfach mal circa 7 Millionen Credits oder ein bisschen mehr mitgenommen, um ein paar wichtige Einstellungen zu machen. So, dann seht ihr hier, dass wir ein HZ-77 Feuersturm-Blaster-Gewehr haben und ein HZ-77 Feuersturm-Scharfschützengewehr. Dazu sage ich gleich mehr.
Ihr seht hier im Vermächtnis von Karadrik, Stufe 9, dass ich uns ein bisschen Erfahrungspunkte-Schub besorgt habe. Und zwar das ganze 4x6 für Klassenmissionen, für Erkundungsmissionen, also Erkundungserfahrung und Raumjäger. Also die Sachen, die ich am meisten mache, nämlich Gebiete aufdecken, Klassenmissionen und Raumjäger, da bekommen wir jetzt insgesamt 24 Erfahrungspunkte mehr, also 24% Erfahrungspunkte mehr. Das ist sehr gut. Außerdem habe ich hier unsere Gleiternavigation verbessert auf 100%. Das heißt, wir sind hier ein gutes Stückchen schneller mit unseren Gleitern unterwegs. Und habe das freigeschaltet. Feldneuzuweisung. Und damit sind wir dann dazu in der Lage, auf dem Feld unseren Kampfstil zu ändern. Hier noch ein paar andere interessante Dinge, die ich hier freigeschaltet habe im Laufe der Zeit. Aber ich glaube, das meiste davon ist nicht so wichtig. Ein paar davon wollte ich noch nicht freischalten. Dazu sage ich irgendwann mal mehr, wenn es relevant ist, mit anderen Charakteren vielleicht. Wichtig ist eben auch, dass das hier, Schnellreise, jetzt nur noch eine Abklingzeit von 2 Minuten hat. Vorher waren es 4 Minuten, also da sparen wir uns auch wieder ordentlich Zeit. Achtet mal darauf, wie unser Gewehr aussieht. Ja, das hier ist unser cooles Blastergewehr, das wir die ganze Zeit mit dabei hatten. Wenn ich jetzt also hier zu den Kampfstilen gehe, ich kann auch weiterhin beim Designer ganz normal hier mein Aussehen verändern, ne? Da hat sich nichts geändert soweit. Und ihr wisst ja, das mit den Helmen hatte ich damals freigekauft, also ob ich Abonnent bin oder nicht. Ich kann jederzeit trotzdem den Helm anzeigen lassen oder nicht. Jedenfalls, wenn ich jetzt auf Konfiguration gehe, kann ich jetzt auch auf dem Feld und nicht nur in der Kantine oder in sicheren Orten oder so, hier meine Konfiguration ändern und damit auch unseren Spielstil, unseren Kampfstil. Ihr seht, jetzt habe ich ein Scharfschützengewehr und weil es eben das gleiche Modell ist, nur eben als Scharfschützenvariante, finde ich, passt das sehr, sehr gut. Denn wenn wir als Saboteur unterwegs sind, haben wir einen kürzeren Lauf und haben eben nicht das Visier, weil ein Saboteur ja eher ein Nahkämpfer oder Heiler ist. Und wenn wir dann aber auf den Scharfschützen wechseln, dann benutzen wir einen längeren Lauf und eben ein Visier. Man kann also sagen, unser Charakter baut das Ganze entsprechend um. Ne, so spontan. Also er packt mal schnell einen längeren Lauf aus und hier ein Visier und hat eben das Gewehr dann umfunktioniert zum Scharfschützen. Genau deswegen habe ich mir nämlich extra oder habe ich mich dazu entschieden, dieses Gewehr zu benutzen. Ja, also das HZ-77 Feuersturm, weil ich finde, das sieht einfach super, super cool aus. Das passt zum Saboteur, also zum imperialen Agenten wie die Faust aufs Auge. Und wenn man das umfunktioniert, sieht das fast gleich aus. Als würde er einfach nur schnell den Lauf wechseln und eben ein Visier vorne dran bauen. Dann funktioniert das eben als Scharfschützengewehr. Sehr schön. Die Fähigkeiten habe ich hier angepasst. Also einige komme ich bekannt vor, beispielsweise die Granate, also der Thermaldetonator oder die Giftpfeile. Andere Sachen sind ein bisschen anders. Wir werden im Nachhinein, also im Laufe des Spiels noch herausfinden, wie der Scharfschütze sich spielt. Es gibt Möglichkeiten, das Ganze so zu deichseln, dass man beispielsweise nicht zwischen 2 Waffen hin und her wechselt, sondern dass man beispielsweise einmal dass man die ganze Zeit nur das Blastergewehr benutzt, auch wenn man auf den Scharfschützen wechselt und hat dann einfach nur beispielsweise immer nur das eine Gewehr ausgerüstet und das geht auch theoretisch. Aber ich finde das so schöner. Es macht rollenspieltechnisch mehr Sinn. Also, unser Charakter hat sich jetzt in der Zwischenzeit eine Ausbildung zum Scharfschützen zugelegt, ist in der Lage, sein Gewehr schnell umzumodifizieren, von dem einen zum anderen. Auf dem Feld, ja. Wir haben nur eine kurze Abklingzeit. So, jetzt können wir nochmal wechseln hier. Zack, sehr gut. Wunderschön. Mir gefällt das unheimlich gut. Und auch der Kampfstil ist hier ein anderer. Und den werden wir im Laufe des Spiels herausfinden. Wo wir jetzt hin müssen, ist jedenfalls hierhin. Dort heißt es zum Glarustal, der Sturz des Hauses Cortez. Okay, Freunde, wie ihr sehen könnt, sind wir am Außenposten Grant und sind fast schon da am Ziel. Ich habe offscreen ein klein wenig herumprobiert, gegen verschiedene Gegner gekämpft und ich habe festgestellt, dass wir grundsätzlich keine Chance haben gegen die Gegner, die hier so rumlaufen. Die sind alle Level 31, also 8 Level über uns und dementsprechend viel zu stark. Was ich stattdessen mache ist, wir schleichen erst einmal rein, soweit wir können und dann beten wir. Und wenn wir kämpfen müssen, dann sollten wir nur gegen normale Gegner kämpfen, nicht da, wo solche silbernen Gegner mit dabei sind, solche Elite-Gegner oder sowas, sondern nur halt sowas wie die hier. Die sind machbar. Oder so eine einzelne Ehrenwache vielleicht auch noch. Ich will mal ganz kurz hier zu unserem Gefährten gehen und dem ein bisschen
Einfluss geben, vielleicht. Vielleicht bringt das was. Mittlerer Einflussgewinn. Kleiner Einflussgewinn. Da ist nicht wirklich Zeug dabei, was wir ihm anbieten können, was sie interessiert. Das ist schlecht. Mittlerer Einflussgewinn. Vielleicht geben wir ihm das mal. Das super. Ist zu freundlich. So. Er ist nämlich immer noch ziemlich schwach. Er ist nämlich noch Stufe 1 hier, ne? Weil wir haben ihn jetzt mal auf Schaden und lassen ihn jetzt mal gegen den Gegner hier kämpfen, okay? Gegen diese Wache. Also verpassen wir dem einen Schuss. So, super. Er hat natürlich widerstanden. Und jetzt soll er kämpfen. Und das funktioniert so. Wir haben ihn ausgewählt, drücken einmal die 1 und dann immer die 3. Funken sprühen. So, was immer wir können. Und sobald wir können, aktivieren wir die 2. Also praktisch 1 und dann immer 3 Spam, sozusagen. Und dann, wenn die 2 frei ist, aktivieren wir die 2. Und dann heilen wir ihn auf diese Weise. So, sehr gut. Und dann können wir halt eben gegen die Gegner gewinnen. Das ist aber saumäßig schwer. Ja, das ist nicht so leicht, wie es aussieht. Weil man halt eben diese Fähigkeiten... Das hier, das gibt einen Buff von 3 Sekunden. Und man muss also praktisch alle 3 Sekunden das hier drücken. Und dann die ganze Zeit immer das hier spammen. So lange, bis das aktivierbar ist. Und das geht halt nur mit taktischem Vorteil. Ich mache mich mal unsichtbar. Und sag jetzt mal diesen Gegnern hier Hallo. Wir vergiften die mal. So gut wie es geht. Okay, jetzt halt ziehen wir uns zurück. Wählen unsere Verbündeten aus. Drücken die 1. 2. Ups, 2. Ich darf mich auch nicht bewegen dabei, bei dem ganzen Kram. Ist halt das Problem. So, bei der 1 darf ich mich bewegen, aber bei allem anderen nicht. Und es geht halt darum, unsere Kolto-Injektion gibt dem Gegner auch noch Schadensreduktion. Gibt unsere Verbündeten auch noch Schadensreduktion. Problem ist halt, dass ich auch beschossen werde. Und es gibt nichts, was ich dagegen tun kann. Und weil die mich beschießen, werde ich deswegen sterben. Vorteil ist, ich tank halt auch ein bisschen auf diese Weise. Okay, wir müssen nochmal unsere Verbündeten auswählen hier. Sehr schön, und heilen ihn mal. Es geht uns nicht gut, das sehe ich. Okay, wir machen weiterhin hier mit der Heilung. Sehr schön, wir schießen ihm die Tanks rein, so gut wie wir nur können. Superklasse. Wir haben gesiegt. Oh, der hat's geschafft. Sehr gut, wir haben gesiegt. Awesome. Ja, ihr seht, ne, also die Kämpfe sind ein bisschen zäh. Die Sache ist die, das ist jetzt nur erstmal so. Wir sind Stufe 23, die Gegner sind 31. Erst einmal, solange wir eben noch einen niedrigeren Level haben, ist es schwer. Es ist sehr, sehr schwer. Wir müssen also uns jetzt erst einmal hier durchkämpfen. Wie gesagt, wir sind als Saboteur, als Heiler. Das Gute an der Sache ist halt, dass ihr auch mal andere Kampfstile seht. Also wir sind als Saboteur jetzt Heiler und als Scharfschütze Damage-Dealer. Ja? Auf diese Weise wechseln wir dies nicht nur die Stile, sondern auch noch die Disziplinen. Und sind halt zum einen am Schleichen, zum anderen heilen wir unseren Verbündeten, der dann den ganzen Schaden macht, der die ganzen Kämpfe erledigt im Moment, ja. Und wir stehen dann hinten und heizen dann mit unserem Scharfschützengewehr von hinten drauf und so weiter. Ich denke, das ist auch ein bisschen Abwechslung, die man jetzt mal hier sieht und wie vielseitig das eben ist, wenn man mit zwei Kampfstilen unterwegs ist. Hier oben bin ich die ganze Zeit gestorben, darum liegt der lilaner Gegenstand. Weil ich nämlich einen Gegner davon besiegt habe. Aber die anderen haben uns dann weggepustet. Und ich weiß nicht so genau, ob wir die besiegen können alle. Ich schleiche mich am besten mal den vorbei. Oh Mist, die haben uns gesehen. Haben die uns gesehen? Die haben uns gesehen. Okay, gut. Jetzt heilen wir ihn mal schnell. Okay, da hat jemand betäubt und geht auf den kleineren. Das ist super klasse. So, wir müssen ihn sehen. Na komm schon. Warum aktiviert ihr die Heilung nicht auf ihn? Oh Mann. Er hängt. Jetzt geht's. Toll, jetzt geht's, jetzt wo er tot ist. Ah, jetzt muss ich ja auch sterben, das ist ärgerlich. Dann sehen wir uns gleich wieder, Freunde. Also ich glaube schon, dass wir gegen diese Gegner eine Chance gehabt hätten, wenn das eben mit der Heilung richtig funktioniert hätte. Aber aus irgendeinem Grund hat der den guten Dingens nicht gesehen, hier unseren Verbündeten nicht gesehen. Und deswegen hatten wir leider ihn nicht anvisieren können für die Heilung. Also obwohl ich ihn ausgewählt hatte, ging das leider nicht, den guten Vektor hier. Und wir werden jetzt also ein paar Kämpfe als Heiler machen müssen.
Das bedeutet, wir werden einfach hier jetzt erst einmal uns heilen, so. Und immer Vektor vorschicken, damit der halt eben in den Nahkampf geht und sich die Gegner erstmal ordentlich zur Käferbrust nimmt. Und dann machen wir die erstmal nieder. So, hier verpassen wir hier ein Gift. Sehr schön. Jetzt wählen wir ihn aus und er soll kämpfen. Es dauert halt, bis der hier mal kämpft. Sehr schön. Wir sind der Verkünder des Mordes. Was mir halt nicht gefällt, ist als Heiler, dass ich keine Möglichkeit habe, die Aggro loszuwerden. Also ihr seht, ich ziehe die ganze Aggro auf mich und ziehe auch Schüsse auf mich. Und ich habe keine Möglichkeit, das irgendwie loszuwerden oder so. Ich muss also zwischendurch mich selbst heilen. Kann aber auch nicht schaden. Es gibt, glaube ich, eine Möglichkeit, wie ich, wenn ich mich selbst heile, auch noch Verbündete heilen kann. Aber ihr seht, es läuft schon irgendwie, ne? Man kriegt das schon hin. Siegerring des Mobs, das ist ja interessant. Großer Einflussgewinn. Oh, das ist super. Das benutzen wir gleich mal bei ihm hier. Wo ist es denn? Das Ding hier. Großer Einflussgewinn. So, machen wir das mal schnell. Das ist zu freundlich. Ah, sehr schön. Er ist jetzt Stufe 2, fast Stufe 3. Superklasse. Wird er nämlich stärker, macht dann auch mehr Schaden. Und ich heile mich mal ganz kurz. Also das Tolle ist halt, dass ihr jetzt verschiedene Spielstile seht. Ne? Ihr seht jetzt praktisch, wie wenn wir jetzt als Heiler unterwegs sind, unseren Gefährten den ganzen Kampf machen lassen. Wir schleichen trotzdem noch ein bisschen. Wir können aber auch auf Scharfschütze wechseln und dann eben aus der Entfernung angreifen und so. Das werden wir auch noch tun. Aber erst einmal machen wir wirklich nicht viel Damage, weil die Gegner unseren Angriffen dauernd ausweichen. Energiegeneratoren. Wir haben Eier abzuliefern. Oh ja, wir haben Eier abzuliefern, definitiv. So, was ist denn das Ding hier? Ablenkung, unterbricht das Ziel, Entkommen, ist Unsichtbarkeit. Wenn ich doch nur irgendwas hätte, Nah- und Fernkampf, Angriff und Ausweichen und so weiter, das ist alles schön und gut, aber wenn ich irgendwas hätte, um die zum Beispiel Saboteur, um die Aggro loszuwerden, passiver Dingens und so weiter, das meiste davon ist passiv. Also ich habe keine Möglichkeit, irgendwie die Aggro loszuwerden. Der Scharfschütze kann das, der hier kann das leider nicht. Okay, verstehe. Na gut, dann versuchen wir es halt eben so. Aber es gab noch eine andere Fähigkeit, die ich mir angucken wollte. Und zwar das hier. Kolto-Injektion erhöht die Schadensreduzierung beim geheilten Ziel um 10 Sekunden 5%. Das macht nicht viel aus, ne? Es gibt aber noch das hier. Kolto-Injektion heilt bis zu 8 Verbündete in deiner Nähe, wenn du sie dir selbst verabreichst. Ich glaube, ich wähle mal das aus. Ich würde gerne mal schauen, wie das funktioniert. Kolto-Injektion gewährt taktischer Vorteil, wenn du sie dir selbst verabreichst. Das will ich nicht. Wenn ich jetzt mir selbst Kolto-Injektion gebe, so mir selbst, ich mach das mal auf mich, heile ich ihn mit, dann heile ich uns beide. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das will ich haben. Heile ich uns beide. Okay, wir schleichen jetzt mal hier an denen vorbei. Das sind normale Gegner, ne? Pass mal auf, wir versuchen das mal. Wir greifen jetzt mal die hier an. Sehr schön. Ich verabreiche mir jetzt selbst Kolto-Injektion. Na, komm schon. Sternenzeichen stehen still. Wir sind misstrauisch. Super. Sehr schön. Dann tank ich halt hier. Mit Kolto-Injektion. Perfekt. Ich bin jetzt praktisch ein Heiltank. Und ich bin sogar noch ein Level gestiegen. Wunderbar. Ah, sehr schön. Guck mal, ich kann also Flächenheilung machen. Indem ich mich selbst heile. Und dann heile ich ihn gleich mit. Super. Was ist, wie viel heilt das Ding hier? Kolto-Fusion? Okay. Das ist im Prinzip gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ich mich selbst auswähle. Dann sehe ich hier, ne, dass ich ausgewählt bin. Und dann kann ich mich selbst heilen. Mit Diagnosescan beispielsweise. Aber das brauche ich gar nicht aktivieren, Diagnosescan. Weil das lohnt sich überhaupt nicht, weil ich nämlich die anderen Fähigkeiten aktivieren kann. Ich brauche das Ding gar nicht mehr hier. Ich mache nochmal das hier hin, um vielleicht angreifen zu können. Aber ich kann das machen, während ich laufe. Okay, ich lasse es mal so. Und dann schleichen wir jetzt mal hier hin. Wir kämpfen mal gegen diese Gegner hier. Hat nicht funktioniert, okay. So, ich heile mich selbst. Heile mit unseren Verbündeten. Stell mich mal hier hin. Sehr schön. Machen wir mal hier die 1 auf uns zwischenzeitlich. Aber am besten ist, ich spam einfach die 3. So, super. Ich bleibe jetzt einfach hier stehen. Und heile mich und meinen Verbündeten. Mein Gefährten. Oder Tank halt die ganze Zeit. Ich gehe mal zu ihm hin hier. So, seht ihr, ich heile uns dann beide.
Ha, das funktioniert auch sehr gut. Wir halten unsere Energie oben. Ah, sehr schön. Ich pfeife einfach das Zeug hier rein. Er macht die ganze Arbeit. Super. Okay, ich brauche das Ding hier nicht mehr. Ich kann dann andere Sachen dahin packen. Es ist halt nur schwierig, das Ziel zu wechseln. Mit der Tab-Taste geht das. Mit der Tab-Taste kann ich das Ziel wechseln. Oh Mist, ich muss mich gerade befreien hier. Super. Das Lied des Jägers beginnt. Ich weiß nicht, wie groß die Reichweite ist von Colt-Injektion. Das heißt, er in meiner Nähe. Da heile ich ihn schon nicht mehr, okay? Ich musste also schon ein bisschen in seiner Nähe stehen. Aber so kann ich ihn heilen. Wunderbar. Colt-Fusion heilt nur mich. Oder heilt ihn das auch? Probier das mal. So, Colt-Fusion? Colt-Infusion heilt nur mich. Okay, aber das andere heilt uns beide. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und wir bekommen nämlich hier gut Erfahrungspunkte. Und dementsprechend überleben wir das dann besser. Mal gucken, wenn wir jetzt gegen sowas kämpfen hier, solche Gegner. Der hat widerstanden, das war klar. Ah Mist, ich bin eingefroren worden von ihm. Oh Mann. Okay, wir pfeifen uns mal das hier rein. Sehr schön. Volto-Injektion wieder, bitte. So, sehr schön. Okay, super. Oh, ich heile halt mich und meinen Gefährten dann. Der gute Vektor macht die ganze Arbeit. Super, klasse. Ich habe keine Energie mehr. Ich muss mich jetzt damit heilen. Da ist mir auch tatsächlich die Energie ausgegangen. Vor lauter. Vektor hat ihn erledigt. Perfekt. Haha. Sehr schön. Komm, wir heizen auch mal hier ein bisschen mit drauf. So, super klasse. Okay, langsam gewöhne ich mich daran, wie das funktioniert. Ziemlich cool, muss ich sagen. So, wir schleichen jetzt mal ein bisschen. Und kämpfen jetzt mal gegen diese Gegner hier. Die zu vergiften bringt halt leider nicht viel. Er verlangsamt. Stell mich mal hier vorne hin. So, super. Ah, perfekt. Kann die nicht vergiften. Ihr seht halt der Fakt, dass die halt einfach den Angriffen dauernd widerstehen, wir verfehlen und so weiter. Das macht es halt noch umso schwieriger. Ich wechsle jetzt mal einen Kampfstil auf Scharfschütze. Nein, sorry. Konfiguration auf Scharfschütze. So, perfekt. Jetzt haben wir unser Scharfschütze, wir haben unser Gewehr umgebaut. Wir vielleicht an unseren Memoiren. Und jetzt gehen wir zu denen hier, kämpfen mal gegen die da. Machen mal das. Schaden auf alle. Und ihr seht, ich verfehle halt ständig. Und ich bin fast tot. Jetzt mal von hinten drauf. Oh Gott, ich bin fast erledigt. Machen wir nochmal das hier. So, dass wir irgendwas treffen. Ja, er macht schon großartigen Schaden. Ihr seht, ich brauche das gar nicht machen. Ich riskiere im Moment einfach nur Ich riskiere im Moment einfach nur aus der Entfernung vermöbelt zu werden. Kann ich eigentlich hier irgendwie... Ah, ich dachte, ich kann es natürlich die Schnellleiste packen oder so, aber das geht leider nicht. Okay, gucken wir uns nochmal unsere Mission an. Und dann geht's direkt weiter. Dort ist ein schwerer Cortez-Sturmdruide. Ich würde gerne mal gegen den fighten und schauen, wie wir uns gegen den schlagen. Machen wir uns mal unsichtbar. Versucht den mal zu vergiften. Hat natürlich nicht funktioniert, ne? Der greift uns an. Oh Mist, der springt direkt auf mich. Ich befreie mich mal schnell. So, lassen wir mal ihn kämpfen. Heilen uns dabei die ganze Zeit. Sehr schön. Wir können ihn besiegen. Ich kann mich damit heilen. Und trotzdem die Gegner angreifen zwischenzeitlich, weil ich die Gegner ausgewählt habe. Aber ich muss aufpassen, weil ich die Aggro habe. Wir kämpfen für euch und für das Nest. Er killt mich, wenn ich nicht aufpasse. Ich laufe mal ganz kurz weg hier. Oh Mist, der kommt zu mir gesprungen. Wir aktivieren mal hier so ein paar Heldenmomente und so ein Kram.
Ich habe halt die ganze Agro, ne? Das ist das, was ich gemeint habe. Ich habe keine Möglichkeit, die Agro loszuwerden. Und der Gegner heizt halt alles, was er hat, auf uns. Wir tanken praktisch auf diese Weise als Heiler. Oh, puh. Harter Kampf. Das kann ja was werden, Freunde, wenn wir es dann mit dem Boss zu tun haben hier. Ich kann diese Fähigkeit aktivieren, aber es bringt mir jetzt auch nicht viel. Mann, Mann, Mann. Das hätte ich nicht erwartet, dass das so krass ansteigt, der Schwierigkeitsgrad. Am besten ist, wir gehen mal ganz aus Unsichtbarkeit raus und heilen uns noch mal ein bisschen hier. Erholen uns mal ein bisschen. Super. So. Stimmschub, entgehen. Okay. Da auch noch ganz viele Gegner. Ich renne mal an denen vorbei. Geh mal direkt zum Ziel wieder. Sehr schön. Wir sind fast da, Freunde. Jetzt wissen wir zumindest, wie sich das Ganze spielt. Und es hängt alles davon ab, wie viel Schaden Vector anrichtet. Hier. Und wir sollen jetzt hier an zwei Punkte gehen. Unten ist das alles. Wir gehen mal nach unten. Gucken, ob wir an der Wache vorbeikommen. Ja, sehr gut. Da ist nochmal so ein Druide. Wir müssen hier runter. Dort sind die Ziele. Machen wir erstmal den hier fertig. So, Vector kommt. Super. Kümmern wir uns erstmal um den. Sehr schön. So, Vector, zeig, was du drauf hast. Wir sind misstrauisch. Okay, ich heile mich mal hier. Brauche ich eigentlich gar nicht. Ich kann doch so drauf heizen. Super. Wenn er dann die Agro hat, dann können wir auch so drauf schießen. Kann ich ihn vielleicht hier irgendwie... Ha, seht ihr, vergiften zu, das widersteht der. Sehr schön. Okay, dann ist das erste erledigt. Wir machen mal das hier an. Sehr gut. So. Wunderbar. Heil uns noch mal ein bisschen. Sorgen dafür, dass sich Vector regeneriert. Und gehen dann auf die andere Seite. Perfekt. So, an den hier vorbei. Und dann hier rüber. Da ist noch mal so einer von denen. Wir haben sogar Schaden verursacht. Er hat aber widerstanden. Aber ihr seht, wenn Vector die Agro hat, können wir auch ein bisschen mit draufheizen hier. Können wir damit zumindest ein bisschen helfen. Ich könnte mich jetzt befreien, aber ich mache das mal nicht. Stattdessen heile ich mich einfach mal. Mit einer Colt-Injektion. Weil die ist immer automatisch auf mich gerichtet. Wenn ich kein Ziel auswähle, ist die automatisch auf mich gerichtet. Das heißt also, ich kann die Gegner anvisiert lassen, draufschießen. Und wann immer nötig, kann ich dann eben Colt-Injektion in mich hauen und heile unsere Verbündeten dann gleich mit. Seht ihr? Sehr schön. Superklasse. Okay. Alles andere lasse ich erst einmal so. Ich brauche die Energie eh meistens zum Heilen. Wir aktivieren jetzt mal das Ding. Verstörendes. Superklasse. So, und jetzt müssen wir dorthin. Oben wahrscheinlich, oder? Der ist hier. Oder müssen wir uns um den kümmern? Das ist da oben, glaube ich. Ja, genau, da oben. Wir müssen also wieder hoch. Sehr schön. Versuche einfach mal, ultige Kämpfe zu vermeiden. Erst einmal. Ihr seht ja, wie das hier läuft, ne? So. Cortez-Wache. Okay, laufen wir an dem vorbei. Wir meucheln im Prinzip alle anderen. Oh mein Gott, da ist ein schwerer... Ah, Cortez-Sturmdruide. Wir müssen gegen ihn kämpfen, Freunde. Es geht nicht anders. Vielleicht mich mal an hier, verpasst dir mal eine. Konnte ich immerhin machen, sehr schön. Ich konnte ihn sogar vergiften, das ist super. Sternenzeichen stehen still. Wir sind misstrauisch. Ich hoffe mal, dass ich die Agro nicht kriege. Ich habe die Agro, das war so klar. Okay, ich muss unbedingt hier Zeug in mich reinheizen, um mich zu heilen. Okay. Das läuft aber mit dem Heilen. Na, komm schon. Colt-Injektion. So, Colt-Infusion. Super. Sehr schön. Ah, wir halten uns fit. Und wenn wir noch zwischendurch ein bisschen Zeit finden, heizen wir hier mit drauf mit normalen Schüssen und laden ein bisschen Energie auf. Oh, Mist. Oh.
Frau. Oh mein Gott, er hat uns gekillt. Ah, sehr, sehr schade. Wir waren so kurz davor. Ich habe auch kein Medikit. Ich hätte vielleicht einen Heldenmoment aktivieren sollen oder sowas, aber ich will mir die immer noch aufheben, diese Teile. Ja. Ihr seht, ne, was das ausmacht. 7 Level Unterschied. Und dann auch noch hier Super Elite-Dingens. Wir killen den aber. Das ist schon mal gut. Nur habe ich gerade nicht drauf geachtet. Ich hätte nicht gedacht, dass der in so kurzer Zeit so viel Schaden verursacht. Das war halt echt saumäßig viel Schaden. Das wird aber auch alles viel einfacher wieder. Das ist bloß diese letzte Folge, diese Folge. Und danach wird es wieder ein bisschen leichter. Weil ich bis zum nächsten Mal dann, dann werden wir mehr Erfahrungspunkte haben, ein bisschen besser vorankommen und so, ne? Ich muss mal ganz kurz hier wegschleichen jetzt, um mich zu heilen. So. Okay, heilen wir uns erstmal hier. Ich muss diese Teile hier unbedingt aktivieren, die hier unten. Das Ausweichen und so ein Kram, ne? So, wir machen uns unsichtbar. Dass der auch immer mich angreift. Ich habe keine Möglichkeit, die Aggro loszuwerden. Ich pack das auch mal hier runter. So. Ich habe keine Möglichkeit, die Aggro loszuwerden. Die Aura ist wild. Funken sprühen. Okay, greif ihn an. Los, sehr gut. Na, ist egal, weit ich weggehe. Jetzt vielleicht. Okay, jetzt stelle ich mich wieder zu ihm. Ich glaube, das liegt an der Heilung. Okay, er greift wieder mich an. Das liegt daran, dass ich halt so viel heile. Und diese Zahlen durch die Heilung sind so dermaßen hoch. Super. Dass ich eben die Aggro ziehe, das ist halt das Problem. Aber weil er jetzt unsere Verbündeten angreift, den guten Vektor, kann ich halt uns beide hochhalten hier. Super. Sehr schön. Der ist erledigt. Perfekt. Awesome. Ich kann auch ihn auswählen, glaube ich. Wenn ich jetzt die Goldinitiative mache, schieße ich auf ihn. Seht ihr, das ist halt blöd. Ich will das ja eigentlich auf mich schießen, damit ich uns beide heile. So. Super, die Mission war ein voller Erfolg. Durchbricht die Verteidigung. Zerstört. Suchen wir Baronin Chai. Super, die Operation war ein voller Erfolg. Und jetzt müssen wir nur noch in den Palast gehen und dort alles niedermetzeln. Das werden wir tun. Das Sturz des Hauses Cortez. Und das heißt, wir teleportieren uns am besten direkt, wo ist es denn? Hier, zum Haus Cortez. Perfekt, Freunde. Dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich wieder in der nächsten Episode. Dann werden wir das Haus Cortez stürzen. Mal schauen, was wir sonst noch für Abenteuer erleben. Vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Möge die Macht des imperialen Agenten, Saboteur, Heilers und Vektor mit euch sein.